Ich hab was gefunden. Nicht anfassen, Mann. Der legt dich um. Wann kommt der Boss denn endlich? Der kommt schon. Riley sagt, er hätte Batman gesehen. Ist er auch hier? In Arkham City. Wieso solltet ihr herkommen? Ihr Jungs müsst euch echt mal ein bisschen locker machen. Da ist Batman! Was zum Teufel? Tut mir leid, euch enttäuschen zu müssen. Ich bin es doch nur. Wenn ich fertig bin, erkenne ich nicht mal mehr deine Mama! Wenn wir mit dir fertig sind, erkennt dich nicht mal mehr deine Mutter. Arkham City wird der Ort sein, an dem du krepierst. Wir sehen jetzt mal nach, was unter deiner hübschen Verkleidung ist. Hier kommst du nicht mehr raus, Catwoman. Du wirst hier sterben, Missgeburt! Nachdem ich mich um die gekümmert habe, nun zum eigentlichen Grund meines Besuchs. Versuch ruhig, mir eins überzuziehen, Harf. Das läuft nicht. Nimm sofort deine schmutzigen Pfoten da weg. Aufwachen, Mr. Wayne. Wir haben viel zu besprechen. Strange? Damit kommen Sie nicht durch. Das bin ich schon längst. Hier ist Vicky Vale. Ich melde mich live aus Arkham City, dem umstrittenen Supergefängnis im Herzen Gothams. In wenigen Momenten wird Bruce Wayne erklären, wieso er sich plötzlich so sehr für Lokalpolitik interessiert. Der berüchtigte Playboy und Millionär hat sich vorher noch... Vicky. Millionäre sind doch völlig out. Ich nehme an, Sie hielten sich für unantastbar. Ja, wie Sie bemerkt haben dürften, ist niemand unantastbar. Vielen Dank. Danke, Gotham. Hinter diesen Mauern hier tragen Bandenführer inmitten unserer einst großartigen Stadt einen blutigen Krieg aus. Jeder Insasse aus der Arkham-Anstalt und dem Gefängnis von Blackgate wurde in diese Anlage verlegt. Wie soll das einen Beitrag zur Sicherheit von Gothams Bürgern leisten? Schließen Sie Arkham City. Es ist außer Kontrolle. Ich soll es schließen? Spätestens morgen bin ich ein Held. Genau wie Sie, Batman. Von heute an unternehme ich alles, um Arkham City zu schließen und Gotham wieder sicher zu machen. Denk daran, unser Hauptziel ist Wayne. Umsteck ihn! Los, Hände hoch, Wayne! Wir haben Wayne! Ziel gesichert. Ich muss mich wohl bedanken. Bruce Wayne ließ sich so viel leichter fangen als Batman. Und jetzt, da wir sie haben, kann Protokoll 10 beginnen. Es wird mein Erbe sein. Ein Sinnbild ihres Scheiterns. Und falls sie versuchen, mich aufzuhalten, werde ich allen ihr Geheimnis verraten. Neue Insassen, ihr gehört mir. Ich möchte mich vorstellen. Ich bin Professor Hugo Strange und ich leite die Arkham City Besserungsanstalt.
Bis heute haben sie jeglichen Respekt für das Gesetz, die Gesellschaft und sich selbst vermissen lassen. Von diesem Zeitpunkt an werden sie nicht länger ein Teil der Gesellschaft sein, die sie nicht respektieren. Sie wurden von den guten Menschen in Gotham getrennt. Ihre Taten haben dazu geführt, dass sie... Verdammt, was soll das werden? Hast du gedacht, wir hören dich nicht? Hilf mir! Verdammt, was soll das werden? Hilfe! Willkommen in Arkham City, Wayne. Was machst du hier, Wayne? Wo den Butler umgeregt, was? Du wirst hier drin sterben. Du wirst mir die Seife aufheben, Wayne. Du gehörst mir. Auf den Boden! Sofort! Worauf wartest du noch, Wayne? Reihe A, vorwärts! Du, Reihe A! Wayne, du gehörst in Reihe A! Bewegungreicher Sack! Will ich einer psychologischen Untersuchung zu unterziehen? Wer Widerstand? Lass mich los! Hey, Wayne, ich hörte, der Pinguin hat ein Kopfgeld auf Sie ausgesetzt. Das hole ich mir. Du arbeitest für den Pinguin? Hab ich. Ihr zwei geht aus dem Weg. Wayne, schwing deinen Arsch hier hoch! Sprich seinen Kiefer! Bruce Wayne, du stehst auf meiner Liste. Auseinander, meine Damen. Pell! Auseinander! Weiter gegen Gefangener! Geh Waffen runter. Mr. Wayne wird uns keinen Ärger bereiten. Nicht wahr, Mr. Wayne? Die Handschellen können dranbleiben. Wir wollen es ja nicht zu leicht machen. Stimmt's? Die Türen schließen. Fertig machen für Einlass. Ich kann nicht glauben, neuer Gefangener. Bruce Wayne? Na klasse. Gerade noch berichte ich über Ihre lausige Pressekonferenz. Jetzt sind wir beide hier. Das wird Ihnen eine Lehre sein, sich nicht mehr in die Politik einzumischen, was? Hören Sie mir gut zu. Wenn die die Tür öffnen, Ruhe bewahren. Bleiben Sie in meiner Nähe. Von einem, der noch nie gekämpft hat, lasse ich mir ganz sicher keine Ratschläge erteilen. Ruhe bewahren. Sie versuchen uns Angst einzujagen. Sorry, Mann. Jeder ist auf sich allein gestellt. Das ist erst der Hammer. Ah! Hilfe! Du wirst hier enden. Aufstehen, Ryder. Ich sagte, aufstehen. Wen haben wir denn da? Willkommen in der Hölle, Brucey Boy. Gute Nacht. Hallihallo, Mr. Wayne. Oh, was ist los? Soll ich Ihren Butler rufen? Cobblepot. Sie erinnern sich. Ich bin gerührt. Ihre Familie hat meine zerstört, Wayne. Das, nun ja, nennen wir es doch ganz altmodisch Rache. Macht ihn kalt! Er hat sich befreit. Wie hat er das gemacht? Von hier unten kann ich Alfred nicht kontaktieren. Ich muss weiter nach oben.
Alfred, hast du meine Position? Gerade bekommen, Sir. Es gab mehr Interferenzen als sonst. Ich benötige einen sofortigen Abwurf auf dem Dach von Ace Chemicals. Ich bin auf dem Weg dorthin. Natürlich. Ich kann gerade so einen Sprung zum Ace Chemicals Gebäude durchführen. Von dort aus kann ich hochklettern. Ich habe in den Abendnachrichten gesehen, wie Sie abgeführt wurden. War es die ganze Zeit über Teil Ihres Plans, sich festnehmen zu lassen? Nicht ganz. Obwohl mir das ein Vier-Augen-Gespräch mit Hugo Strange verschafft hat. Und wie verlief es? Gar nicht gut. Er weiß, dass Bruce Wayne Batman ist. Außerdem hat er mir gesagt, dass ihn etwas namens Protokoll 10 berühmt machen wird. Ich kann Arkham City nicht verlassen, bevor ich weiß, was es ist. Ist sie eingetroffen, Sir? Gerade recht. Alfred, ich habe einer Tigerwache einen Codeschlüssel abgenommen. Ich werde mich in ihr Kommunikationssystem hacken. Guten Abend, Gotham. Hier spricht Vicki Vale. Vor ein paar Stunden haben wir Bilder gezeigt, wie Bruce Wayne festgenommen und nach Arkham City verschleppt wurde. Bisher gab es aus dem Büro des Bürgermeisters noch... An alle Einheiten, wir haben Informationen darüber, dass Bruce Wayne von Tigerwachen festgenommen und nach Arkham City gebracht wurde. Das ist Gordon. Damit sich die Sache nicht zu einem Justizskandal ausweitet, ordne ich an, dass Beamte des GCPD nicht länger Gefangenen... An alle Einheiten, hier Air Tiger 4. Die Gefangene 4011 ist im Gerichtsgebäude. Ich wiederhole, Catwoman ist im Gerichtsgebäude. Ist sie in Gefahr? Bestätigt. Zielperson ist in der Gewalt von Dent. Wir glauben, dass er sie töten will. Wie sollen wir vorgehen? Schon gut. Lassen wir Two-Face den Spaß. Verstanden. Das klingt nicht gut. Nein, tut es nicht. Mr. Dents Vorliebe für das Binäre dürfte Miss Kyle gar nicht gut bekommen. Wenn es in Arkham City eine Person gibt, die weiß, was gespielt wird, dann ist sie es. Ich muss nach Catwoman suchen. Hallo, Dark Knight. Fandest du das einfach? So war es auch gedacht. Es war nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was noch kommt. Du wirst bereuen, dass du mich hereinlegen wolltest. Du wirst meine Rätsel lösen und meine Trophäen sammeln. Du willst es vielleicht nicht, aber du musst. Es ist eine Frage von Leben und Tod.
Du bist kein Mensch. Da kann Sharp einem ja fast schon leid tun. Einfach, was Two-Face sagt. Ja, bring ihn bloß nicht dazu, die Münze zu werfen. Wenn die falsche Seite oben landet, bist du ruckzuck erledigt. Genau wie Bailey. Du hattest recht, es ist Batman! Das wird wehtun, Batsy. Wir machen dich fertig, Batfreak! Batman gesichtet. Mann, der nimmt diese Jungs vielleicht auseinander. Mehrere Insassen wurden ausgeschaltet. Batman lebt. An diesem Ort kann man nur überleben, wenn man sich ein wenig Respekt verschafft. Furcht. Sie verschafft uns diesen Respekt. Zeigt ihnen, wie die Dinge bei uns laufen. Doch wir sollten fair sein. Das ist immerhin ein Ort des Gesetzes, nicht wahr? Scheiß aufs Gesetz. Töte sie und alle fürchten uns. Vorhang auf für die Angeklagte! Du verstehst es echt, ein Mädchen hängen zu lassen, Harvey. Hey, warst du etwa beim Schönheitschirurgen? Das war dafür, dass du uns bestohlen hast. Niemand bestiehlt uns. Oh, tut mir leid, ich war ein böses Kätzchen. Bind mich los. Ich verspreche dir, ich mach's wieder gut. Mal sehen, ob die Münze glaubt, dass du die Wahrheit sagst. Das Gericht tagt jetzt. Ruhe im Gericht sein!
Willkommen, Insassen von Arkham City. Es ist schön, so viele neue Gesichter im Publikum. Ich muss den Kerl mit der Kanone ausschalten. Wenn der weg ist, ist der Rest im Raum ein Kinderspiel. Heute stellen wir jeden von euch vor die Wahl seines Lebens. Zwei Möglichkeiten. Ihr könnt euch uns anschließen, um eine neue Macht in Arkham zu werden. Und diesen Ort für uns in Besitz zu nehmen. Wenn der Clown stirbt, gehört die Stadt uns. Dann herrschen wir hier. Oder ihr geht jetzt einfach. Dann werden wir euch aufspüren und allesamt umlegen. Aber wir wollen nicht so negativ sein. Lasst uns Spaß haben. Das Schicksal hat uns ein Geschenk gemacht. Lauft, Peggy! Wir werden unser Freund Batman ist hier! Schnappt ihn und schneidet ihn in zwei! Was willst du jetzt tun, Batman? Du hast in meinem Gerichtssaal nichts zu suchen, Batman! Halt still! Ich töte dich, Batman! Du solltest abhauen! Gesetz ist Gesetz! Das wird leicht, Missgeburt. Einspruch! Abgewiesen. Kopf oder Zahl, Miezekätzchen? Bei welcher Seite komme ich hier lebend raus? Nicht bei dieser. Du stirbst jetzt. Ich plädiere für einen Vollstreckungsaufschub. Keine Knarre, Huff? So ein Jammer. Das hier wird ganz schön wehtun. Ich hab noch eine, du Schlampe! Und ich hab immer gedacht, Katzen hätten neun Leben. Lass dich nicht so hängen, Harf. Komm zum Kätzchen. Hat dir schon mal jemand gesagt, dass du voller Überraschungen steckst? Ich dachte, du könntest Hilfe gebrauchen, Selina. Ja, und wie? Ich glaube, ich habe mir vorhin einen Nagel abgebrochen. Sehr lustig. Und was willst du, Mr. Detective? Protokoll 10. Was weißt du darüber, Selina? Nie davon gehört. Das hilft mir nicht weiter. Was ist mit Strange? Ich traue ihm nicht. Erst war er jahrelang verschwunden, dann taucht er wieder auf und man macht ihn zum Chef von Arkham City. Er arbeitet angeblich mit Joker zusammen und hat sich etwas ganz Besonderes für dich ausgedacht. Vielleicht ist das Protokoll 10. Zwinker, Zwinker, Fledermaus. Gleich knips ich dein Kätzchen aus. Der Ex-Bezirksstaatsanwalt sagte was für... Ach, was zum Teufel? Wir sehen uns bald, Bats. Hier ist es ja richtig gefährlich. Ist ja großartig. Erwartest du einen Kuss? Das war Joker. Du bist hier nicht sicher. Niemand ist das. Neun Leben schon vergessen? Ich muss herausfinden, wo die Kugel in den Gerichtssaal eingedrungen und eingeschlagen ist. Die Kugel ist hier eingeschlagen. Und wo kam sie in den Raum hinein? Die Flugbahn der Kugel führt mich geradewegs zum Schützen.
Protokoll 10 tritt in 10 Stunden in Kraft. Ist er noch da drin? Mann, lass die Tür zu. Ich habe keine Lust auf eine Prügelei mit Batman. Du hast nicht gesagt, dass es Batman ist. Wieso sind wir noch hier? Wir sollten abhauen. Meinst du? Red keinen Unsinn. Wenn wir die Tür zu halten, kann er nicht raus. Und wir sind in Sicherheit. Wirken. Und Harley lässt uns hier draußen erfrieren. Verrücktes Luder. Ich wette, die hat es da drin schön warm. Ganz ruhig, Mann, ich frag ja nur. Wer war die Frau, die verschleppt wurde? Keine Ahnung. Gehört wohl zu den Losern in der Kirche. Das ist nur ein Haufen von Gutmenschen. Hoffentlich tut Joker ihr ordentlich weh. Ich bin bei der Kirche. Harley Quinn soll sich darin befinden. Diese furchtbare Frau hat gewiss eine Falle für sie vorbereitet. Keine Sorge, Alfred. Quinn war nie sonderlich klug. Ich schaff das. Hat uns sein Gesicht zerkratzt, sah übel aus. Da waren Blut und Schnitt. Lass die Dame los, Batfreak. Sonst kriegen die hier alle eine Kugel ab. Ich glaube, du solltest lieber tun, was er sagt. Wäre ein Jammer, wenn Blut auf meine neuen Klamotten spritzen würde. Was meinst du, Fledermaushirn? Ist das okay?
Was rede ich da? Natürlich! Natürlich ist es das! Egal. Die Sache ist die. Mr. J ist nicht in der Lage, Besuch zu empfangen. Er fühlt sich nicht so. Auch wenn er recht viel an sich rumfühlt. Aber das meinte ich nicht. Es geht ihm nicht gut und die bescheuerte Ärztin von hier konnte ihm auch nicht helfen. Ich glaube, selbst diese Penner sind klüger. Ich muss los, Jungs. Wenn er irgendwelche Spielchen versucht, tötet ihn! Es wäre Selbstmord, bewaffnete Schurken frontal anzugreifen. Ich muss verschwinden und sie leise nacheinander ausschalten. Keine Bewegung, Batman. Bleib schön da, da. Verschwunden! Sie wissen nicht, wo ich bin. Gut, dabei soll es auch bleiben. Zeit, den Raum zu untersuchen und meine Taktik zu wählen. 4 Schurken, alle bewaffnet, 2 Geiseln. Das wird ein Kinderspiel. Wir müssen von hier verschwinden! Der wird uns schnappen! Batman, kannst du mich hören? Wenn du herkommst, sterben diese Leute! Das hält ihn nicht auf! Er hat eine Geisel. Ich konnte ungesehen auf das Gerüst über ihm gleiten und ihn von dort aus ausschalten. Wenn ich hinter die beiden komme, ohne dass sie mich sehen, kann ich beide mit einer Bewegung ausschalten. Kannst du ihn sehen? Wo ist er? Ich weiß nicht, wo er steckt. Ich sehe ihn nicht. Dieser Idiot glaubt, dass er im Beichtstuhl sicher ist. Dabei macht er es mir nur leichter, hinter ihn zu gelangen. Hörst du mich? Verschwinde von hier! Hau ab, sonst baller ich der Alten ein Loch in den Schädel! Ja, lass uns in Ruhe! Sie sind sicher. Ruhig bleiben. Lass mich bitte gehen. Wo ist er? Was ist hier los? Alles wird gut. Warten Sie hier und seien Sie still. Er hat eine Geisel. Ich muss ungesehen hinter ihn gelangen. Alles in Ordnung. Der Raum ist gesichert. Gott sei Dank. Yo, Batman! Danke für die Hilfe! Was ist mit dem Gefangenen passiert? Er ist kein Gefangener. Er ist Arzt. Wurde er angegriffen? Nein. Es ist wirklich furchtbar. Er wurde hierher verlegt und ich glaube, das war zu viel für ihn. Wir haben nicht bemerkt, dass er sich veränderte. Wir hätten es merken müssen. Was merken? Er stahl Vorräte. Hauptsächlich Betäubungsmittel. Er hat sie benutzt, als er sich die Haut seines Gesichts runterschnitt. Ich fand ihn. Er saß in der Ecke und lachte. Sein Gesicht war weg. Ich verband und sedierte ihn. Keine Ahnung, was in dem Koffer ist, an dem er sich festhält. Wir haben ihn nicht losbekommen. Weiteres zur dramatischen Entwicklung innerhalb der nächsten Stunde. Uns wurde mittlerweile bestätigt, dass Bruce Wayne festgenommen und nach Arkham City gebracht wurde. Okay, Leute, zuhören. Das Sagen haben wir, nicht diese Tiere. Ich will, dass alles abgeriegelt wird. Das Sanitätspersonal checkt seine Vorräte, findet raus, ob was gestohlen wurde. Was ist mit Stacy? Wird jemand nach ihr suchen? Ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber Batman hat unsere Erste. Ich weiß noch, wie Harley Quinn in der Anstalt die Kontrolle über die Befriedungszelle übernommen hat. Okay, hat das jeder verstanden? Verletzte behandeln, die bösen Jungs draußen halten. Wir sind ein Team und das bleibt auch so.
Da ist die Waffe. Allem Anschein nach wird sie von Joker ferngesteuert. Alfred, ich habe das Signal geortet, mit dem das Scharfschützengewehr ferngesteuert wurde. Es war der Joker. Bestand daran je ein Zweifel? Ich schnapp ihn mir. Das Funksignal müsste mich zu ihm führen. Viel Glück, Sir.